In Phasmophobia gilt es entweder alleine oder mit bis zu drei anderen Spielern paranormalen Aktivitäten auf den Grund zu gehen. Auf bisher 10 verschiedenen Maps müssen die Spieler mit Hilfe des Equipments den Geisterraum finden und schließlich einen der 24 Geistertypen identifizieren. Der Truck ist dabei nicht nur das Lager, sondern auch der sichere Stützpunkt, von dem aus Aktivitäten im Haus auf verschiedene Arten beobachtet werden können. Zudem ist das Journal nicht nur ein nützliches Nachschlagewerk, sondern dient auch der Beweissicherung und bietet Platz für bis zu 10 Fotos, die im Laufe der Ermittlungen gemacht werden können. Guten Paparazzi bietet sich hier die Chance, zusätzliches Geld zu machen. Und auch die Objectives sind nochmal eine Chance, etwas extra Geld zu verdienen, um sich schließlich mehr Equipment leisten zu können. Doch wer es nicht schafft, dem Geist zu entkommen, erhält nicht nur kein Geld, sondern verliert auch das gesamte Equipment, das er mitgebracht hat. Verstecke sollten also von Anfang an wohl überlegt sein.